Ja, jetzt wollen wir uns überlegen, wie wir so Funktionen umdrehen können. Also wir haben ja unsere Funktionen, gehen vom Definitionsbereich in den Wertebereich. Dann betrachte ich die Ys als Funktion von den Xen. Und oft will ich halt die Sache umdrehen. Aber wenn ich dieses Bild hier umdrehen will, dann mache ich ja das Y jetzt zum Definitionsbereich und will in die andere Richtung laufen. Aber die Idee von der Funktion war ja, dass von jedem Element genau ein Pfeil losgeht. Ja, das heißt, wenn ich das hier umgekehrt lesen will, dann muss in die umgekehrte Richtung, also von jedem Element in Y, ein Pfeil losgehen für die Umkehrabbildung, was dann für die ursprüngliche Abbildung natürlich heißt, dass genau ein Pfeil ankommen muss. Ja, also wenn ich das hier umdrehen will, muss halt ein Pfeil hier genau ankommen. Und das ist eine spezielle Eigenschaft von der Funktion. Also nicht jede Funktion hat diese Eigenschaft, sondern das ist eine zusätzliche Eigenschaft, die uns garantiert, dass wir die Funktion umdrehen können. Also eine Umkehrfunktion nehmen können. Und wenn diese Eigenschaft von der Funktion gegeben ist, dann nennen wir die Funktion bijektiv. Also ich schreibe das erstmal vielleicht nochmal mit Bildchen und informell an, bevor wir dann wirklich die formale Definition aufschreiben. Also was ich will, ist ja meine Funktion umdrehen, also in die umgekehrte Richtung laufen. Wenn ich also eine Funktion habe, die von x nach y geht, wenn ich die umkehren will, also um eine Funktion umzukehren, braucht man jetzt allerdings diese Eigenschaft. Also nicht jede Funktion kann ich einfach umdrehen, sondern ich brauche halt diese zusätzliche Eigenschaft. Braucht man, dass jedes Y unter der Funktion f genau einmal angenommen wird. Also jedes Y in der Menge Y muss genau einmal angenommen werden, weil sonst kann ich ja nicht meine Pfeile umdrehen. So dass ich dann in Y von jedem Element einen Pfeil ausgehen habe. Okay, also braucht man allerdings, dass jedes Y in der Menge Y genau einmal als Funktionswert f von x auftaucht. Nicht? Das heißt also, wenn ich das Bildchen jetzt hinmale, ich muss mir jetzt, also um diese Eigenschaft zu haben, muss ich mir nicht gucken, was passiert auf der Seite x, sondern ich muss gucken, was passiert auf der Seite y. Ja, das heißt, bei y, da kommen die Pfeile ja an von f und da muss es halt so sein, dass genau bei jedem Element da drin ein Pfeil ankommt. Nicht? Ausgehend hier von der Seite x von meinen Funktionswerten. Nicht? Also ist jetzt anders als da oben. Da oben ist es nicht der Fall. Ne? Da oben ist eine Funktion, die hat diese Eigenschaft nicht. Die kann ich nicht einfach umdrehen. Während hier diese Funktion hat diese Eigenschaft. Nicht? Also jeder Wert hier taucht genau einmal als Bild auf. Oder in Bildern, oder mit dem Bild ausgedrückt, also bei jedem Y in Y kommt genau ein Pfeil an. Nicht? Und wenn das der Fall ist, also das ist die wünschenswerte Eigenschaft, die wir haben wollen und die wir auch brauchen, wenn wir die Funktion umdrehen wollen, die nennen wir dann bijektiv. Wir sagen dann also, unsere Funktion ist bijektiv. Bijektiv. Oder eindeutig. Ja, und oft das Bijektiv wird typischerweise unterteilt in zwei Möglichkeiten. Also um bijektiv zu sein, muss ja bei jedem Y genau ein Pfeil ankommen. Und das heißt sozusagen, erstens mal muss bei jedem Wert höchstens ein Pfeil ankommen, aber es muss auch mindestens ein Pfeil ankommen. Nicht? Also warum kann es sein, dass es nicht bijektiv ist? Es gibt zwei Möglichkeiten, warum das schiefgehen kann. Das eine ist, weil es halt Punkte gibt in Y, wo mindestens zwei Pfeile ankommen. Oder es kann schiefgehen, weil es Punkte gibt, wo gar kein Pfeil ankommt. Das sind zwei verschiedene Gründe, ja, und die wollen wir beide sozusagen ausschließen. Und dafür haben wir dann auch zwei Begriffe, nämlich injektiv und surjektiv. Und das Bijektiv ist beides davon. Nicht? Also bijektiv
sagt ja, es muss genau ein Pfeil ankommen. Das wird quasi zerlegt in Injektiv und in Surjektiv. Wobei Injektiv sagt, es kommt höchstens ein Pfeil an. Das ist halt, kann ein Grund sein, warum es nicht bijektiv ist, weil es halt Punkte gibt, wo mehrere Pfeile ankommen. Dann ist es halt nicht injektiv. Oder es kann halt sein, dass es Punkte gibt, wo gar kein Pfeil ankommt und dann ist es nicht surjektiv. Also surjektiv fordert, dass mindestens ein Pfeil bei jedem Punkt ankommt. Also mindestens ein Pfeil. Gut, das war jetzt die formale Idee dazu und jetzt will ich das dann wirklich als offizielle formale Definition mal aufschreiben, diese Eigenschaften, bijektiv, injektiv und surjektiv. Also machen wir eine Definition. Also wir gucken uns eine Funktion an, eine Funktion f, die geht von x nach y und diese Funktion, ja, die kann halt gewisse Eigenschaften haben, die oft wünschenswert sind. Also erstens mal, die nennen wir injektiv. Ja, falls was gilt. Also injektiv ist, wenn höchstens ein Pfeil ankommt. Ja, das heißt also, es kann nicht sein, dass bei einem y-Wert, dass der das Bild von zwei verschiedenen x-Werten ist. Das heißt, also formal hingeschrieben, wenn ich mir zwei x-Werte nehme in meiner Funktion, in meiner x, und die werden beide auf das Gleiche abgebildet, also f von x1 ist das Gleiche wie f von x2, dann muss es schon so gewesen sein, dass diese beiden Punkte gleich sind. Also ich nehme hier zwei Punkte, a priori können die gleich oder verschieden sein, wenn die aber auf den gleichen y-Wert abgebildet werden, dann müssen die gleich sein. Weil das sagt dann halt, dass ein y-Wert, der kann nicht von zwei verschiedenen x-Werten angenommen werden. Gut, das ist die Injektivität. Dann die Surjektivität, die sagt uns ja, dass jeder Wert mindestens einmal angenommen werden muss. Also wir nennen die Funktion surjektiv, falls also gilt, jedes y in Wertebereich muss einmal angenommen werden. Also es gibt mindestens ein x, sodass dieses x unter f auf das y abgebildet wird. Also in unserer Quantorenschreibweise, ne, für alle y in y gibt es ein x in Groß X, sodass dieses y der Funktionswert von diesem kleinen x ist. Und hier sieht man auch wieder, dass es wichtig ist, wie ich die Quantoren hinschreibe. Wenn ich das hier andersrum schreiben würde, würde das ganz was anderes bedeuten. Gut, okay, kann man sich ja mal überlegen. Aber also hier wird gefordert, jedes y muss von mindestens einem x angenommen werden unter der Funktion. Und wenn ich beide Eigenschaften zusammen habe, dann nenne ich das bijektiv. Und bijektiv ist wirklich die schöne Eigenschaft, die ich haben will und die ich dann auch brauche, um meine Funktion umzudrehen. Also schreiben wir das auch nochmal in bijektiv. Also wir können so sagen, es ist sowohl injektiv als auch surjektiv. Falls es injektiv und surjektiv ist, oder halt nochmal expliziter ausgedrückt, für jedes y gibt es genau ein x, sodass das y das f von x ist. Ja, also, das heißt, also nochmal explizit hingeschrieben, also für jedes y in y gibt es genau ein x aus der Definitionsmenge, sodass das f von diesem x genau dieses y ist. Ja, okay, ich schreibe das jetzt nicht mit Quantoren hin, weil ich benutze typischerweise kein Symbol für den Existenzquantor, der sagt, es gibt genau eins. Also ich glaube, im Manuskript gibt es da ein Symbol, aber ich ziehe es vor, das nicht zu benutzen und schreibe es dann lieber in Worten hin. Ja, und wenn jetzt meine Funktion bijektiv ist, dann kann ich sie wirklich umdrehen. Weil dann
habe ich ja für jedes Y genau ein X, das halt auf das Y abgebildet wird. Das heißt, dann kann ich auch sagen, wenn ich jetzt umgekehrt gehe, dann kann ich dem Y genau dieses X zuordnen. Ne? Es gibt ja genau eins. Nicht? Also. Und dann gehe ich mit der Funktion in die andere Richtung. Also machen wir das als Teil 2. Wenn ich also diese schöne Eigenschaft habe, also meine Funktion f, die ja von x nach y geht und x wird abgebildet auf f von x, nicht? Typischerweise schreiben wir das so, also jedes Element x hier wird abgebildet auf seinen Funktionswert in y. Also wenn diese Funktion bijektiv ist, was eine zusätzliche Forderung ist, ne, dann können wir diese Funktion umdrehen und das nennen wir dann die Umkehrfunktion und die bezeichnen wir dann mit f hoch minus 1. Also dann bezeichnen wir die Umkehrfunktion mit f hoch minus 1. Ja, also die geht dann von y nach x und ordnet jedem f von x quasi das x zu. Nicht? Oder wir schreiben dann natürlich, das y hier wird abgebildet auf f hoch minus 1 von y. Nicht? Aber um das zu kriegen, muss ich das x finden, sodass das y gleich dem f von x ist und dann wird diesem y das x zugeordnet. Ja, genau. Nicht? Und dann habe ich sozusagen, also wenn meine Funktion bijektiv ist, dann habe ich eine eindeutige Beziehung zwischen x und y. Dann kann ich die y als Funktion von den x auffassen, aber ich kann auch die x als Funktion von den y auffassen. Nicht? Und oft will man halt zur Umkehrfunktion übergehen und sozusagen Eigenschaften der Funktion in die eine Richtung mit Eigenschaften der Funktion in die andere Richtung verknüpfen. Ja, aber natürlich bijektiv ist eine recht starke Einschränkung, also typische Funktionen sind nicht unbedingt bijektiv. Ja, und im Folgenden werde ich dann vielleicht das am Beispiel nochmal veranschaulichen, aber machen wir hier kurz mal eine Pause.